So, was brauchen wir denn für unsere schönen Ornamente? Ein Glue-Tape, also so ein Kleberroller. Ihr könnt auch Haushaltskleber ins Normal nehmen. Ich habe hier, das sind so eine Kaffeefilter. Gibt es auch von Melitta. Aber ich wollte haben, weil 350 Stück in so einem Pack sind und weil sie weiß sind. Das sind sie. Ein Durchmesser von 6,5 cm. Wenn ihr keine Filter habt, nehmt ihr euch einfach ein weißes Blatt Papier und schneidet euch einen Durchmesser von 6,5 cm aus. Schon. Dann braucht ihr ein Stück entweder Garn oder wie ist was für schöne Schnur, was ihr da habt. Und wenn ihr möchtet, noch ein paar kleine Perlen. Ist aber kein Muss. Und wenn ihr sie nachher verzieren wollt, ein bisschen Glitter. Unten vielleicht ein bisschen Kleber. Das Board. So, ihr nehmt so ein, ja, wie ich, einen Kaffeefilter von 6,5 cm Durchmesser. In der Mitte falten. So. Dann nehmt der Kleber, ich nehme diese Kleberoller und in der Mitte einstreifen. Zusammenkleben. Dann macht er hier außen. Wie gesagt, entweder außen Kleber oder so ein Kleberroller. Komm her. Und hier habe ich schon 6 Stück zusammengeklebt. Nimm die so eine Hand. Und dann setzt ihr das damit drauf. Dann wird der nächste genommen. Wie gesagt, guckt, dass deine Mitte halbwegs gerade kommt. So. Mit der runden Seite zu euch. Aufklappen. In der Mitte Kleber. Rechtskleber. Linkskleber. Und wieder euren Stapel nehmen. Ich sag euch gleich, warum ich das so zwischen meine Finger mache. Hoch. Werde ich nicht, du Luder. Damit die Ränder hier nicht zu weit abstehen nachher. Wenn jetzt hier mal ein bisschen die Hand so perfekt übereinstimmt, ist nicht so schlimm. Aber das soll hinhauen, weil wir wollen das ja nachher so als Wabenmuster öffnen. So. Das letzte Teilchen. So, und jetzt könnt ihr hier in der Mitte ganz normalen Kleber ran machen. Ihr seht ganz perfekt. Glatt bin ich auch nicht. Ich nehme ein bisschen Heißkleber. Für meine kleine Schnur. Ja. Heißkleber ist heiß. So. Jetzt macht er hier nochmal eure Klebestreifen. Und dann klebt er das zusammen. Ich hoffe, ihr könntet sehen. Einfach bloß zusammendrücken. Mehr ist das nicht. So.
ein schönes kleines Ornament. Könnt ihr noch ein bisschen auseinanderziehen, wo es noch ein bisschen zu feste ist. So. Und ihr könnt das natürlich in allen Größen machen. Ihr könnt euch das ja aus Papier ausschneiden. Ne? So ist es ja nicht. Könnt ihr das sehen? Ja. Naja, gleich noch mehr. Hier so eine schöne Glitter-Effekt-Creme, eigentlich um Gegenstände zu dekorieren. Ihr könnt aber natürlich auch ganz normalen Kleber, hier auch so ein, was ihr da habt, Decoupage-Kleber oder Holzleim oder Bastelleim nehmen und dann die Ränder bestreichen und dann Glitzer ran. Das geht auch. Aber ihr könnt sie natürlich auch komplett zulassen. Aber ohne Glitzer geht bei mir nie. Nee. Ein bisschen muss sein. Mhm. Da sind sie. Wunderschöne kleine Wabenkugeln. Mhm. Ja, die Püppchen dahinter habe ich auch gemacht.